Dieser Haushalt ist ein Stück weit das Paradebeispiel dessen, was Sie hier in den letzten 3 Jahren schon geleistet haben und was Sie als Koalition seit dem ersten Tag auszeichnet. Große Show, wenig Wirkung. Sie haben aber keine gemeinsame politische Idee. Sie sind eine Zielgemeinschaft seit dem ersten Tag. Welche Aufgaben hatte dieser Haushalt? Erstens die Aufgabe, die Menschen durch die Krise zu bringen. Die zweite Aufgabe ist es, Lehren zu ziehen aus der Krise und dieses Land fit zu machen für die Zukunft. Nicht einer der beiden Aufgaben wird dieser Haushalt gerecht. Was kommt konkret bei den Menschen aus diesem Haushalt, aus dem Brandenburg-Paket wirklich an? Wie viel werden die Tafeln in diesem Land ab Januar erhalten? Wie viel wird das Ehrenamt ab Januar erhalten? Was passiert mit Menschen, die ihre Rechnung nicht mehr bezahlen können? Bisher keine Antwort in Ihrem Haushalt oder Brandenburg-Paket. Gestern kam die Meldung, dass unter allen Bundesländern in Brandenburg die Mieten im vergangenen Jahr am zweitschnellsten gestiegen sind. Anstatt ein Mietmoratorium zu machen, wie das ja viele Sozialverbände schon seit vielen Monaten fordern, stellt sich der Ministerpräsident hin und bittet die Wohnungsunternehmen doch bitte, die Mietsteigerung nicht ganz so sehr zu übertreiben. Wir können ein Mietmoratorium in diesem Land sehr schnell umsetzen. Nehmen Sie doch die Mittel, die Sie den Kommunen versprochen haben oder auch den kommunalen Wohnungsbauunternehmen versprochen haben und sagen Sie, ihr bekommt die Mittel nur, wenn ihr gleichzeitig unterschreibt, dass es keine Mietsteigerung im Jahr 2023 geben wird. Herr Woidke, Sie sind nicht dazu da, um zu warnen. Sie sind gewählt, um zu handeln. Diese Unternehmen werden freiwillig nicht verzichten. Es wird hier nicht reichen, lieb bitte, bitte zu sagen.